So, dann gehen wir mal zu Ingrid. Tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Immer diese bildungsresistenten Wichser einfach nur kommen. Du kriegst mal drauf. Du wolltest es nicht anders. Wenn du mal drauf willst, dann kriegst du auch ein paar. Na komm. Versuch dein Glück. Bam, und aufs Maul. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Ist doch nichts passiert. Ist, Alter, du kleiner Pisser einfach, weißt du? Komm, geh weg. Oder willst du noch eine? Tut du dir alles jetzt weh, oder was? Na komm! Reichers, ja. Diese Reichen und Adligen. Ja, da ist schon der erste Betrunkene. Ach du Scheiße. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz... Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Da hinten gibt's eine Quest. Sehen wir uns um. Was gibt's denn hier für eine... Oh ne, Gwind. Oh ne. Oh ne, nein. Gwind mache ich nicht mit. Alles nur kein Gwind. Ne. Also bei Gwind hört's bei mir auf. Also bei Gwind, ne? Dann ne. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust... Wie keinem sonst. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Wie man schon sagen kann, manche Menschen sind einfach Trottel. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen?
Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein, versprochen. Aber bitte vertrau mir. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit sag's ja, Trottel. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Wie ich schon sagte, einfach Trottel. Und lass da... uns Albert suchen. Ja, was denkst du, was ich vorhab, Mädel? Hier ist er bestimmt kaum, oder? Nee, das ist ein Löwe. Mal hier gucken. Das sind... Und dann ein kolossaler Knall. Oh, und? Der hat eine Panthermaske. Ich sprang natürlich gerade noch beiseite und versenkte mir nur die Augenbrauen. Ja? Albert Wegelboot? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön, aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Okay. Ich hab Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Okay. Dann gehen wir mal zum hübschen Platz im Garten. Okay, wir müssen also noch warten, bis wir ihn transportieren, also transportieren können. Weil es das seine Mama so sagt. Hier, also hier oder was? Ja, können wir machen. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa... Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogga. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir.
Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein! Ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Die ist echt besoffen, Alter. Was ist mit der los? Oh, ehrlich jetzt. Kommst du? Frauen, Alter. Frauen. Ein Glas Wein und schon besoffen. Oh nein. Ein Glas Wein. Die ist schon so dermaßen blau einfach. Geralt, was hast du dir da für eine herausgesucht? Kommst du? Ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir, Fräulein. Vorsicht. Marigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Dann gib mal her. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Mal gucken, wer uns gefolgt ist. Ich kann mir nicht denken, dass da niemand mal so, ne? Ihr wisst schon Bescheid. So, wo geht's denn hier raus? Warum versteckst du dich? Albert, da bist du ja, mein Lieber. Keine Zeit. Ach, Mann. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Ich wusste es. Ich wusste es zu gut. Albert Regelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Ich glaube kaum. Jetzt gibt's ein paar Knochenbrüche frei Haus. Na, wer will zuerst? Alle zusammen! Na, komm schon. Boah, warum kann ich nicht kontern, verdammt? Ich kann keine Zeichen einsetzen, verdammt. So, von hinten. Au. Boah, das gibt es nicht. Boah, was ist denn los, Alter? Ich kann auch gerade überhaupt nicht mehr kontern gerade. Boah. Alter. Boah, das gibt's nicht. Zeit ist zu beenden. Alter. Dann probier's ruhig. Meine Fresse, ey. Boah, zu dritt ist es ganz schön anstrengend. Boah, vor allem, weil ich Boxkampf überhaupt nicht mehr gewohnt bin. Vor allem auch nicht gegen mehrere. Ich bin nicht gewohnt, mein Schwert zu ziehen. Oder zumindest Zeichen zu wirken. Warum konnte ich das gerade nicht? Ja, stimmt.
Wir sollen ja so tun, als wären wir ja Albert selbst und der ist ja kein Hexer. Und nur Hexer können ja Zeichen wirken. Ach, gut, gut verstehe. Boah, das wird schwieriger, als ich das gerade mir erhofft habe. Alter Schwede. Boah. Mal gucken, wie lange ich jetzt an dem Faustkampf sitze. Aber dauert bestimmt. Wenn ja, das wären ja dann schon wieder 50 Minuten dann allein nur an einer Quest. Und die ist noch nicht mal zu Ende, die Quest. Na gut. Herr Ladebildschirm, bitte laden Sie schneller. Ich möchte wieder mich den Faustkampf widmen. Oder kann ich den vielleicht irgendwie umgehen? Wäre echt schön. Würdest Ladebildschirm kommen? Lad doch mal endgültig das Spiel jetzt endlich. Und direkt im Kampf, oder? So. Albert, du wolltest mir dein Labor zeigen. Albert, da bist du ja, mein Lieber. Kann ich jetzt... Ach, Mann. Hier bist du. Unter anderem. Oh. Ja, wir haben das schon... Albert, kennen wir schon... Kennen wir schon. Auf ihn, alle zusammen. Ich sollte wenn möglich gleich aus dieser Gruppe raus. Und mit schweren Schlägen. Boah. Alter, komm. So. Möglichst nur einer erstmal. Boah, Geralt, würdest du mal nach hinten rollen? Na komm her. Die können nur in der Gruppe was. Allein können die gar nichts. Boah, ich bin gerade mitten eingekesselt worden. Och, Geralt, würdest du einfach mal... Ich brauche ein bisschen Platz nach hinten. Aber die Typen kommen nicht alleine. Die kommen einfach nicht alleine. Na komm. Okay, der eine ist schon down. Zumindest fast down. Alter, wo ist der schon fast down ist? Boah, das gibt es nicht. Wenn ihr natürlich alle zusammen draufschlagen, dann ist es natürlich... Boah, ey, komm. Mir müsste ich die wieder ein bisschen trennen, weil ich habe kaum noch Leben. Ich kann doch nicht ich meine Schwalbe nehmen. Was ist denn los mit euch? Verlieren wir die Nerven. Ach, komm her. Okay, jetzt kommt gerade nur einer. Und wieder weg. Einen herlocken und den. Alter, du kleiner Pisser, ey. Komm her. Auf ihn, alle zusammen. Das gibt es einfach nicht. Boah, meine Fresse. Das gibt's nicht. Gibt's echt nicht. Geh mir so auf den Sack gerade. Vor allem, wie kann ich die platt machen? Das gibt's nicht. Ich krieg einen um. Einen schaffe ich locker. Wirklich einen schaffe ich definitiv. Aber der Rest... Könnte mir nach wenigstens Aktienzeichen oder sowas wirken. Das wäre schon... Würde es definitiv vereinfachen. Und diese tausenden Ladebildschirme immer. Boah. Ich habe jetzt schon kaum mehr Zeit für die Aufnahme. Die geht schon fast eine Stunde. Fehlen noch 10 Minuten. Dann muss ich eigentlich aufhören. Ach Mann. Das geht gerade alles nicht nach Plan. Um ehrlich zu sein. Ach Mensch. Das ist natürlich gerade nicht ganz so und so. Ihr wisst schon. Ich wollte eigentlich doch nur eine Stunde aufnehmen, verdammt. Mist. Schade. Warum ich auch diesen Kampf auch einfach nicht entgehen kann, das verstehe ich nicht. Warum kann ich das nicht? Ich kann doch einfach an der vorbeilaufen. Warum? Ach, Mann. Das ist gerade... Oder kann ich auch die Maske einfach abnehmen?
Das ist die Frage. Ob ich die Maske auch einfach abnehmen kann? Wäre interessant zu wissen, ob die mich dann auch noch angreifen. Ja, kennen wir schon. Das... Nee, kann... Ach, leck mich doch, das kann ich nicht. Und es gibt keinen anderen... Och, nö. Ernsthaft jetzt? Warum versteckst du dich? Und es gibt nur diesen einen Weg. Och Gott. Du wolltest mir dein Labor zeigen. Albert, da bist du ja, mein Lieber. Nee, ich bin gerade... Hier bist du. Also, wegen... Unter anderem. Kenne ich schon, 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 kenne ich schon. Boah. So. Gleich auf die 12. Ach, komm, her einfach. Sollst du spucken. Ihr könnt echt nur was in der Gruppe, oder? Kann das sein? Wie lange soll ich noch machen? Ich kenne auch die ganzen Manöver einfach nicht mehr. Ich kann blocken, das stimmt. Blocken kann ich. Quasi auch kontern, das stimmt. Boah, wie die mir auf die Nerven gehen einfach gerade. Du sollst immer nur einen Schlag pro Typ machen, Geralt. Nur einen Schlag. Würdest du dich mal... Oh. So, genau. Komm her. Ich geb's dir, Kollege. So, komm her, greif an. Du bist alleine, Kollege. Und auf die 12. K.O. in der dritten Runde. Boah, alter Schwede. Oh. Bevor ich sie übersehe. Alter Schwede. Ging die mir auf die Eier gerade. Aber richtig auf die Eier. Gott verdammt nochmal. Was war das für Pisser? Und wo geht's hier raus? Da. Hallo, wo geht's hier raus? Meine Güte, was sind das für Pissnelken? Wie gesagt, die können auch nur was in der Gruppe. Allein können die wirklich einen Scheiß. Ein Wunder, dass die überhaupt Magier fangen können. Boah, nee, meine Fresse. Ich bin gerade so geladen einfach. Tür auf, komm. So. Noch mehr Leute oder war es das jetzt? Eine Wache, ich bleib mal bei der Wache. Boah, ich bin gerade so gelaunt einfach nur. Solche Pissnelken. Gott verdammt nochmal. Das kann nicht wahr sein. So, da hinten sollen wir hin. Boah, ich bin so richtig angefressen gerade. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist alles in Ordnung. Ihr solltet allerdings jemanden in den Garten schicken, der aufräumt, bevor da ein Gast vorbeikommt. Ich soll Personal in den Garten schicken? Ja. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig.
Kann ich zufällig noch mich noch bei ihr verabschieden? Das muss eigentlich gehen, oder? Schwarze Perle, Auge um Auge. Triff Triss, genau das ist das, jetzt oder nie. Und ganz ehrlich, das mache ich dann noch, aber erst in der nächsten Folge dann. Und mal ganz kurz mal ein bisschen meditieren. Wir haben kein Geld von der Ingrid bekommen. Schade. Ein kleiner Tümperl. So. Ich gehe mal ganz kurz zurück nach Novigrad, denn da müssen wir sowieso hin. Geralt. Was machst du für eine Scheiße? Geralt. Denn mich dünkt, dass es da noch ein paar Quests gibt. Da aber auch noch. Ich gehe erstmal dahin. Jetzt komm mal her, aber plötzlich. So. Boah, die drei Typen. Aber typisch Hexenjäger. Die können tun sie nichts. Die brauchen drei Mann und einen Hexer, wirklich im Faustkampf zu schlagen. Gott, was sind das für erbärmliche Menschen? Und auch so voll ehrenlos einfach nur, wenn man zu dritt auf einen Mann einschlagen muss, der nicht mal wirklich Kampferfahrung hat. Eigentlich peinlich eigentlich. Um das mal so zu sagen, Alnis. Gibt es hier ein paar Quests? Aha. Komm. Hexerquest, vielleicht irgendwie was, bestimmt? Hexeraufträge. Aha. Ach, ist alles noch zu hoch für uns, oder? Ehrendorf. Das Ding aus dem Sumpf könnten wir quasi machen. Vielleicht, nachdem wir das mit Triss erledigt haben. Die weiße Dame wäre in unserem Level. Ich weiß halt nicht. Wir machen das mal noch. Aber hast alles in der nächsten Folge dann. Schatzsuche klappt. Hexeraufträge. Die weise Dame. Das machen wir dann im nächsten. In der nächsten Aufnahme und auch in den nächsten zwei Folgen. Aber für jetzt erstmal speichere ich das ab. Und verabschiede ich mich von euch. Denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin jetzt raus und tschüss.